herzlich willkommen. Die Frauen erkennt man beim Wein. Da hat sich jemand mal richtig Gedanken um den Wein gemacht und um die Frauen gemacht und wie die Frauen den Wein lieben. Und deswegen möchte ich das euch mal vorlesen, wie sowas geht. Ich trinke erst einmal ein Schlückel Wein drauf. Mein Name ist Wiedemann Schorsch vom Doktorenhof in Venningen. Wir machen ja normalerweise Essig, aber der Essig kommt ja aus dem Wein. Und deswegen haben wir den ganzen Keller voll, ich eigentlich auch mit Wein, bevor wir Essig draus machen. Und mein Schwiegersohn ist ein begnadeter Weinmacher. Er hat einen Wein gemacht, und zwar ist das ein Pfälzer Grüne Veltliner. Eigentlich ein Rebsort, der kommt ja aus Österreich, aber die wächst auch bei uns recht gut. Und der ist wunderschön trocken ausgebaut und Glücksjäger heißt der Wein. Und wenn ihr mal lustig seid, guckt auf unserer Homepage unter www.glücksjäger.de und dann könnt ihr einen Wein bestellen aus dem Doktorenhof. So, also ich muss ja noch trinken, Prost. Die Frauen erkennt man beim Wein. Frauen, die einen guten Wein aufmerksam kosten, sind zuverlässig und treu. Man beichtet ihnen gerne seine Sünden, weiß man keine, so erfindet man sie, um bei diesen Frauen beichten zu dürfen. Frauen, die den frischen Herbenwein lieben, sind häufig etwas anstrengender, aber sie sind von kurzweiliger, herzhafter Natur. Sie leben gerne, gehen gerne aus, doch meine Herren, sie brauchen auch ein wenig mehr Haushaltsgeld. Frauen, die einen milden, lieblichen Wein trinken, haben viel Charme, einen gewissen Hauch von Erotik und Eleganz. Sie wissen ihre Schönheit zu pflegen und gehen frühzeitig schlafen. Ihre Männer sind meist sehr beschäftigt und öfters auch ein wenig müde. Frauen, die ein Glas Wein in einem Zug achtlos herunterkippen, sind originell und kapriziös. Doch, meine Herren, Vorsicht vor ihren pikanten Schroffheiten. Sie beißen gerne und sagen ihnen, auch wenn es nicht gefällt, die Meinung. Frauen, die einen einfachen Wein mit Genuss trinken, geben schwesterliche Küsse. Sie sind aufrichtig und lebendig. Gerne geht man mit ihnen in die Kneipe, doch meist bleibt es dabei. Frauen, die einen trockenen Wein bevorzugen, sind arbeitsam und intelligent. Sie haben ihre eigene Vorstellung vom Liebesleben. Sie sind gegenüber Dritten sehr freundlich und hilfsbereit. Doch man muss ihnen ihr gewisses Eigenleben lassen, sonst überkommt sie gerne das Fernweh. Frauen, die an jedem Wein was auszusetzen haben, sind misstrauisch und neigen zu Eifersucht. Meist sind solche Frauen sehr überheblich und können nicht mal sich selbst leiden. Am besten, man bestellt solche Frauen in ein vornehmes und teures Lokal, reserviert vorher ein exzellentes Essen und geht mit einer der vorgenannten in eine gemütliche Streichwirtschaft. Am besten trinkt man mit solchen Frauen einen Dresdner Schnaps und isst dazu saure Heringe. So, ihr seid Wissener, Frauen und Wein. Und die Frauen wissen auch, welchen Wein sie trinken sollen für die Zukunft. Alles Gute euch, ich wünsche euch viel Spaß. Trinke eine Gläsel Wein. Ich trinke eins auf euch, auf die Frauen und auf den Wein. Aus dem Doktorenhof, euer Schorsch. Tschüss.